Wenn Sie sich im World Trade Center befinden, bitte zerschlagen Sie keine Fenster. Reports of an explosion of some sort at the World Trade Center. Es ist Februar 1993. Der Anschlag auf das New Yorker World Trade Center kostete 6 Menschen das Leben. Tausende werden verwundet, doch es kann nicht zerstört werden. Die Köpfe hinter diesem Anschlag leben unter uns und sie sind entschlossen, es beim nächsten Mal richtig zu machen. Dezember 1992. Hier in Oklahoma City und überall im Land kehrt Weihnachtsstimmung und Erleichterung ein. Die USA erholen sich von einer Rezession. Doch zu Weihnachten herrscht hier im Kongresszentrum der Stadt ein ganz anderer Geist. Diese Bilder zeigen die jährliche Versammlung der Muslim Arab Youth Association. Ein Fernsehreporter will sich ansehen, was dort geschieht. Das war eine radikal-islamische Versammlung mit Gruppen, die sämtliche Organisationen repräsentieren, von denen ich gelesen hatte, aber nicht wusste, dass sie in den USA aktiv sind. In einem Saal voller Anhänger rufen die Redner zu einem heiligen Krieg, einem Dschihad gegen Juden und Christen auf. Sie beschuldigen den Westen und Israel für die Unterdrückung von Moslems auf der ganzen Welt. Die Organisatoren verkaufen sogar Kindermalbücher wie dieses, in dem Märtyrertum verherrlicht wird. Von einem öffentlichen Telefon im Kongresszentrum ruft der Reporter seine Ansprechpartner bei der Antiterrorismusabteilung des FBI an. Er beschreibt die Situation. Sie sagten, wir wissen nicht, wovon Sie reden. Ich sagte, ich bin Zeuge. Da ist Hamas, der islamische Dschihad, die Moslembrüderschaft. Sie halten Reden auf Arabisch und rufen zum Dschihad auf. Und Sie wissen nichts davon? Sie sagten, wir wissen nicht, was Sie geraucht haben. Das FBI unternimmt aufgrund des Tipps des Reporters, soweit bekannt, keine Aktion. Doch in Städten in ganz Amerika sind extremistische Gruppierungen dabei, Anhänger zu rekrutieren und eine Botschaft des Hasses zu verbreiten. Ich glaube, dieses Bild des Netzwerks radikal-islamischer Gruppierungen, die gänzlich unbeobachtet operieren, erzählt die Geschichte des 11. September. Atlanta. Ein radikaler Palästinenser ist auf Werbefeldzug. Er erläutert seine düstere Vision vom Dschihad. Blut muss fließen. Es wird Witwen und Waisen geben. Detroit. Diese Veranstaltung organisiert eine Gruppe namens Islamic Charity Project International. Einer der Hauptredner ist ein blinder ägyptischer Geistlicher, der fordert, dass der Islam die Welt beherrscht. Wir erobern das Land der Ungläubigen und wir verbreiten den Islam, indem wir die Ungläubigen zu Allah rufen. In Chicago, Pittsburgh, Tucson und anderswo beteuern die radikalen Prediger, dass der Dschihad Erfolg haben wird. Meine Brüder, nach Afghanistan ist nichts in der Welt mehr unmöglich für uns. Dieser arabische Prediger trägt die Botschaft des Hasses in das Herz Amerikas. Doch auf der anderen Seite des Globus sind er und ein Partner auch dabei, ein Dschihad-Netzwerk zu errichten. Ein Netz, das letzten Endes den tödlichsten terroristischen Anschlag der Geschichte ausführen wird.
Afghanistan 1980. Von hier nimmt der 11. September seinen Ausgang. Afghanische Rebellen, genannt Mujahideen, heilige Krieger, beginnen einen Guerillafeldzug gegen die Besatzer, die sowjetische Armee. Moslems anderer Nationen schließen sich an. Sie sind entschlossen, die Sowjets aus dem islamischen Land zu vertreiben. Gleich über die Grenze in Pakistan liegt Peshawar. Pakistan unterstützt die Rebellen. Peshawar wird zu einem Zufluchtsort für jene, die es in den Heiligen Krieg zieht. Die Stadt ist voll mit Waffen- und Drogenhändlern, Geistlichen, verwundeten Kämpfern und CIA-Agenten. Ich fand immer, dass mich das Ganze in diesen Jahren an die Bar-Szene in Krieg der Sterne erinnerte. Es war völlig verrückt. Unter den Tausenden von Moslems, die den Ruf zum Dschihad erhörten, ist dieser junge Mann. 1,96 Meter groß, gekleidet in weite Hosen und das lange Leinenhemd eines afghanischen Bauern. Es ist Osama bin Laden. Er ist 24 Jahre alt. Bin Laden ist der Sohn eines milliardenschweren saudischen Baumagnaten. Doch der junge Mann schläft auf einer Matratze auf dem Boden. Seine wohltätige Arbeit in den Flüchtlingslagern und Krankenhäusern bringt ihm den Spitznamen Samariter ein. Murfreesboro, North Carolina, Frühjahr 1983. Während in Afghanistan der Krieg tobt, entdeckt ein anderer junger Moslem seinen eigenen Weg in den Heiligen Krieg. In einem kleinen Baptisten-College. Eine Gruppe islamischer Studenten versammelt sich in diesem Wohnheim, um zu beten. Nach islamischer Tradition lassen sie ihre Schuhe vor der Tür stehen. Andere Studenten nehmen die Schuhe mit und werfen sie in den See des Universitätsgeländes. Unter den Opfern dieses Streichs befindet sich dieser Maschinenbaustudent, Khalid Sheikh Mohammed. Er ist der intelligente und charmante Sohn eines Imams, eines islamischen Priesters. Khalid wuchs in Kuwait auf, doch seine Familie stammt aus einer entlegenen Region Pakistans. Und in Kuwait wurden sie häufig als Bürger zweiter Klasse behandelt. Seine Studienjahre verstärkten seinen Unmut nur. Nach Abschluss des Studiums begibt sich Khalid nach Pakistan. Dort schließt er sich einem seiner drei Brüder an, der eine wohltätige Einrichtung für die afghanischen Rebellen betreibt. 1984. Der junge Osama bin Laden nutzt einen Teil seines Familienvermögens und Kontakte, um einen Plan zur Schaffung eines internationalen Dschihad-Netzwerks zu finanzieren. Es ist die Idee des radikalen Geistlichen Abdullah Azam. Azam ist ein Palästinenser, dessen Heimatstadt nach der vernichtenden arabischen Niederlage im Sechstagekrieg von Israel besetzt war. Mehr als andere hat Azam Moslems, darunter auch Bin Laden, dazu angeregt, nach Afghanistan zu gehen. Die Männer geben ihrer Organisation einen bescheidenen Namen, Dienstleistungsbüro. Das Hauptquartier in Pakistan sorgt für Waffen und Ausbildung für Freiwillige auf dem Weg zur Front. Der Krieg in Afghanistan wendet sich zum Vorteil der Rebellen. Doch arabische Freiwillige spielen nur eine geringe Rolle. Der entscheidendste Faktor ist eine von der Schulter abgefeuerte Rakete, die Stinger, bereitgestellt vom CIA. Hinter den Kulissen eröffnen Bin Laden und Azam Zweigstellen ihrer Dschihad-Organisation in 35 Ländern auf der ganzen Welt. Sie konzentrieren sich besonders auf die USA mit einer Hauptstelle in dieser Moschee Al-Farouk hier in Brooklyn, New York.
Sie eröffnen auch Filialen in Boston, Chicago, Nashville, Atlanta, Sacramento und 32 anderen Städten. Viele der Außenstellen bestehen aus nicht mehr als einer Person, die von einer Wohnung oder einem Büro aus Geld einsammelt. Doch das Dschihad-Netzwerk schafft sich eine Basis für die Zukunft. Es stellt eine Armee junger Männer auf, die bereit sind für die nächste Schlacht im Heiligen Krieg. Der Dschihad wurde zu einem machbaren Konzept, er wurde erreichbar. Er mobilisierte die jungen Massen innerhalb der islamischen Welt dazu, einen brutalen Heiligen Krieg zu führen. Im Frühjahr 1987 griff Osama bin Laden zur Waffe und schloss sich den Kämpfern an. Sowjetische Truppen treiben seine Bande arabischer Freiwilliger in den rauen Hügeln Ostafghanistans, an einem Ort namens Jaji, in die Enge. Laut Augenzeugenberichten ist einer von bin Ladens Kameraden Khalid Sheikh Mohammed, der junge Moslem, der Maschinenbau in North Carolina studierte und der Ingenieur des 11. September werden sollte. Sowjetische Artillerie und Kampfhubschrauber beschießen die Männer. Die Legende erzählt, dass die Araber nach monatelanger Belagerung die Sowjets zum Rückzug zwingen können. Über die Schlacht wird in der arabischen Presse umfassend berichtet. Über Nacht wird bin Laden zum Helden. Dichter und Musiker besingen den Ruhm des jungen saudischen Kämpfers. Das ist absoluter Unsinn. Es gibt einen etwa 15 Sekunden langen Filmausschnitt von ihm mit einem Funkgerät und vielleicht einer Kalaschnikow über der Schulter. Und das ist der große Kämpfer. Im Sommer 1988 ist es vorbei für die einst mächtige Rote Armee. Die Sowjettruppen beginnen sich zurückzuziehen. Die afghanischen Rebellen haben gewonnen. Der Sieg elektrisiert die Welt des radikalen Islam und die Männer, die mit bin Laden und Azam bei Jaji gekämpft haben, werden zum Kern einer starken neuen Kraft. Sie wird bekannt als die Basis, auf Arabisch Al-Qaida. Für den antisowjetischen multinationalen afghanischer Dschihad hatten Mujahedin aus der ganzen Welt gekämpft, um eine Supermacht zu besiegen, um danach ihre Waffen auf die andere Supermacht, die USA, zu richten. November 1989. Bin Ladens Partner Abdullah Azam fährt mit zwei seiner Söhne zu einer Moschee in Peshawar, Pakistan. Eine Autobombe explodiert, die sie augenblicklich tötet. Der nie aufgeklärte Mord trägt die Merkmale einer Abrechnung in der Unterwelt. Nachdem Azam aus dem Weg geräumt ist, reorganisiert bin Laden schnell das Dschihad-Netzwerk. Um sich selbst. Riad, Saudi-Arabien, August 1990. Bin Laden ist aus dem Afghanistan-Krieg heimgekehrt. Er hofft, das große Vermögen und die politischen Kontakte seiner Familie einsetzen zu können, um sein Al-Qaida-Netzwerk heiliger Krieger zu erweitern. Doch dem 33-jährigen Bin Laden steht eine der größten Enttäuschungen seines Lebens bevor. 2. August 1990. Der irakische Diktator Saddam Hussein marschiert in Kuwait ein und bedroht das benachbarte Königreich Saudi-Arabien. Bin Laden unterbreitet der saudischen Regierung ein Angebot. Er will seine arabischen Kämpfer zusammenrufen, mit denen er gegen die Sowjets kämpfte. Sie sollen das Königreich vor dem irakischen Eindringling schützen. Nur heilige Krieger, sagt Bin Laden, sollten die heiligen Stätten des Islam verteidigen. Stattdessen entscheidet sich die saudische königliche Familie für den Schutz, den ihnen US-Präsident George Bush bietet.
Bin Laden wurde abgewiesen. Man sagte ihm, dass Kuwait nicht Afghanistan ist. Danke, wir brauchen Sie nicht. Die Saudis gestatten den US-Truppen, ihr Königreich als Bereitstellungsraum für die Vertreibung Saddams aus Kuwait zu nutzen. Für Bin Laden sind die in der Wüste aufmarschierenden US-Truppen der lebende Beweis, dass die Vereinigten Staaten der große Ungläubige sind und dass alle Verbündeten der USA im Mittleren Osten Feinde Allahs sind. Er beginnt, unter seinen Anhängern zu verbreiten, dass die saudische Königsfamilie gestürzt werden muss. Gleichzeitig erhebt sich Bin Ladens fernes Dschihad-Netzwerk zum Leben. New York, 5. November 1990. Dieser 34-jährige Ägypter namens El-Said Nozair setzt die Jarmulke eines gläubigen Juden auf und steckt einen 357er Magnum-Revolver ein. Nozair gehört der Al-Farouk-Moschee in Brooklyn an, einem Top-Außenposten des Dschihad in den USA. Nozair betritt einen Saal in diesem Hotel in Manhattan. Rabbi Meir Kahane, Kopf der kleinen, aber radikalen Jewish Defense League, beendet gerade eine Rede vor seinen Anhängern. Als Kahane das Podium verlässt, zieht Nozair die Waffe und schießt zweimal. Ein tödlicher Schuss trifft die Kehle des Rabbi. Nozair flieht aus dem Hotel, doch ein bewaffneter Postbeamter schießt ihn nieder und die Polizei verhaftet ihn. Für die Öffentlichkeit und den Gesetzesvollzug wurde der Mord an Kahane dargestellt, als ein irrer Araber ermordet einen irren Juden. Das war nicht der Fall. Heute ist uns klar, dass dies der erste ernste Vorfall auf US-Boden war, der von radikalen Islamisten ausging. Denjenigen, die wir heute als Al-Qaida kennen. Das FBI und die Polizei durchsuchen Nozairs Wohnungen in Cliffside Park, New Jersey. Sie finden mehr als 1000 Schuss Munition, Bombenbauanleitungen, US-Militärausbildungsunterlagen und eine Todesliste mit anderen prominenten Juden. Sie bringen 47 Kartons solchen Materials zu diesem Polizeirevier. Ein Schatz von einem Fund für den Geheimdienst. Doch die Autoritäten, die Staatsanwaltschaft, die New Yorker Polizei und das FBI ignorieren das meiste. Während das FBI gegen einige Verdächtige um die Al-Farouk-Moschee ermittelt, beschäftigen sie sich nicht mit der Moschee selbst. Dadurch entgeht ihnen, dass die Moschee als Front einer Terrorzelle mit Verbindungen zu Bin Laden und seinem wachsenden Dschihad-Netzwerk genutzt wird. Der nächste Schritt auf dem Weg zum 11. September ist das beiläufige Gespräch zweier Jugendfreunde, die nichts sehnlicher wollen, als nach Amerika zu kommen und Gebäude in die Luft zu jagen. Khartoum, Sudan, April 1991. Osama bin Laden zieht mit seinen vier Frauen, zahlreichen Kindern und einer Kerngruppe von Anhängern hierher in diese arme Hauptstadt in Ostafrika. Bin Laden lebt jetzt im Exil von seiner Heimat Saudi-Arabien. Er schließt einen Deal mit der radikal-islamischen Regierung des Sudan. Al-Qaida sorgt für Geld und Waffen im Austausch gegen Asyl. Pakistan, Sommer 1992. Ein junger Pakistaner mit Namen Ramzi Youssef hat soeben eine Ausbildung in Bombenbau in einem Al-Qaida-Trainingslager beendet. Der 24-Jährige, Spitzname der Chemiker, trägt gerne Armani-Anzüge. Er hat ein Elektrotechnik-Diplom einer technischen Hochschule in Wales. Musik.
Er spricht am Telefon mit einem Jugendfreund, Abdul Murad. Er nennt Murad sein Lebensziel. Nach Amerika gehen, Gebäude in die Luft jagen und so viele Juden töten wie möglich. Murad bringt ihn auf eine Idee. Murad sagte, in New York gibt es viele Juden. Und später sagte er, sehr viele Juden arbeiten im World Trade Center. Ausgehend von diesem Gespräch nimmt ein Plan Formen an. New York, 1. September 1992. Ein Flug von Pakistani Airlines aus Karachi landet auf dem Kennedy Airport. In der ersten Klasse sitzt Ramzi Youssef. Er reist mit einem palästinensischen Terroristen namens Ahmad Ajay. Die beiden Männer verlassen die Maschine und treten an den Einreiseschalter. Der 1,80 Meter große Youssef, gekleidet in einen dreiteiligen afghanischen Seidenanzug, weist einen perfekt gefälschten irakischen Pass vor. Er verlangt politisches Asyl. Als die Einreisebeamten Ajay befragen, entdecken sie, dass er mehrere dilettantisch nachgemachte Pässe bei sich trägt und einen Koffer voller Anleitungen zum Bombenbau. Hätte er ein T-Shirt mit der Aufschrift Terrorist getragen, wäre vielleicht noch deutlicher geworden, dass er Übles im Sinn hat. Die Beamten nehmen Ajay in Gewahrsam und bringen ihn in diese Haftanstalt der Immigrationsbehörde. Doch Youssef darf einreisen und soll zu einer Immigrationsanhörung erscheinen. Der Auftritt der Männer erfüllte seinen Zweck. Ajay bewirkte so einen Wirbel, dass Ramzi Youssef, der Mozart des Terrors, nach Amerika durchrutschte. Youssef geht den Taxistand des Flughafens ab, bis er einen pakistanischen Fahrer findet. Er gibt ihm einen Zettel mit einer Adresse. 552 Atlantic Avenue, Brooklyn. Bruder, ich komme gerade aus Karachi, sagt er. Ich habe Freunde, die zahlen. Der Fahrer bringt ihn hin zur Al-Farouk-Moschee. Youssef erhält den Segen eines blinden ägyptischen Geistlichen, der die Moschee nun leitet. Sheikh Omar Abdelrahman. Der blinde Scheich, wie er genannt wird, ist ein Verbündeter Osama bin Ladens. Er heißt Youssefs Plan gut, eine Autobombe im Kellergeschoss des World Trade Center zu platzieren. In diesem Herbst und Winter arbeiten Youssef und drei andere Mitglieder der Al-Farouk-Moschee hart in diesem Lagerhaus in Jersey City, New Jersey, nur durch den Hudson von Manhattan getrennt. Unter Youssefs Leitung bauen sie, wovon sie hoffen, dass es die Zwillingstürme zum Einsturz bringen und Tausende von Menschen töten wird. »26. Februar 1993. Zwei Stränge des islamischen Terrorismus verbinden sich für einen Angriff auf dieses Symbol von Amerikas Weltherrschaft. Der blinde Scheich bringt das Personal und die Inspiration ein, Ramzi Youssef den Sachverstand im Bombenbau. Und im Hintergrund schwebt das von Osama bin Laden geleitete Al-Qaida-Netzwerk. Youssef belädt einen gemieteten Lieferwagen mit einer explosiven Mischung aus 700 Kilo Kunstdünger, Heizöl und Nitroglycerin. Gegen Mittag parken er und drei Kollegen den Wagen in einer Garage, zwei Stockwerke unter dem Nordturm des World Trade Center. Minuten später aktiviert Youssef den Zünder mit einem billigen Feuerzeug und macht sich davon. Uhr. Die Bombe reißt ein 7 Stockwerke großes Loch in den Kern des Turms. 6 Menschen werden getötet. Auf der anderen Seite des Flusses beobachtet Youssef eine Rauchsäule über Lower Manhattan. Er weiß, er hat versagt.
Die Bombe war nicht stark genug. In dieser Nacht begibt sich Youssef zum New Yorker Flughafen JFK. Vor dem Anschlag hat er einen Brief geschrieben, in dem er den Angriff auf sich nimmt. Im Namen dessen, was er das 5. Bataillon der Befreiungsarmee nennt. Laut einer Quelle des FBI ruft Youssef vom Flughafen aus einen seiner Terroristenkameraden an und diktiert einen neuen Schluss für den Brief. Er lautet: Unsere Berechnungen waren dieses Mal nicht sehr genau. Wir versprechen jedoch, dass sie das nächste Mal sehr exakt sein werden. Und das Trade Center wird eines unserer Ziele sein. Dann besteigt Youssef das Flugzeug und fliegt erster Klasse nach Karachi, Pakistan. Es ist schwer für mich, den Leuten klarzumachen, wie gefährlich diese Personen sind. Ihre Leidenschaft und ihr Glauben, ihr extremer Wunsch, die westliche Zivilisation zu zerstören. Ramzi Youssef ist so entschlossen, einen weiteren zerstörerischen Anschlag gegen den Westen auszuführen, dass er nun beginnt, eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des Plans, der zum 11. September wurde, zu spielen. Pakistan, Juli 1994. Das US-Außenministerium verbreitet 37.000 Streichholzheftchen über ganz Pakistan. Mit dem Foto von Terrorist Ramzi Youssef auf der Vorderseite. Sie setzen eine Belohnung von $2 Millionen für Informationen aus, die zu seiner Ergreifung führen. Im zurückliegenden Jahr seit dem Bombenanschlag im World Trade Center hat das FBI Bankbelege und Fingerabdrücke sichergestellt, die beweisen, dass Youssef der Drahtzieher war. Der junge Ingenieur mit einer Schwäche für Armani lebt jedoch in seinem Heimatland Pakistan. Aber er wird gut behütet von der radikal-islamischen Gemeinschaft des Landes. Und ihn schmerzt noch immer, dass es ihm nicht gelang, die Twin Towers zu zerstören. August 1994. In einem verlassenen Warenhaus in der geschäftigen Stadt Lahore in Pakistan bringt Youssef seinem Jugendfreund Abdul Murad bei, wie man Bomben baut. Youssef nennt es Schokolade machen. Murad ist nach Pakistan zurückgekehrt, nach 2 Jahren Ausbildung an Flugschulen in Texas, North Carolina und New York. Es war Murad, der Youssef auf die Idee mit dem Bombenanschlag im World Trade Center brachte. Jetzt denken die beiden sich neue Pläne aus, um viele Zivilisten zu töten. Irgendwann dachte Murad, man kann ein Flugzeug nehmen und es zur Bombe machen. Man kann damit in ein Gebäude fliegen und viele Menschen töten. Karachi, Pakistan. Die beiden jungen Männer treffen sich in einem Restaurant in der Tariq Road. Sie diskutieren die Flugzeugidee mit jemandem, der helfen könnte, sie umzusetzen. Dieser jemand ist Ramzi Youssefs einflussreicher Onkel Khalid Sheikh Mohammed, der Maschinenbau in North Carolina studierte und dann mit Osama bin Laden in Afghanistan kämpfte. Sie schlagen ein Selbstmordattentat vor. Mit einem brennstoffbeladenen Linienflugzeug in das CIA-Hauptquartier in Langley, Virginia fliegen. Youssefs Onkel ist interessiert und möchte mehr wissen. Er will von Murad, dem alten Freund seines Neffen Youssef, Details über die Dauer einer Pilotenausbildung, den Zulassungsprozess und sogar die Adressen von US-Flugschulen wissen. Die naheliegendste Person, um so einen Plan zu finanzieren, wäre Khalid Sheikh Mohammeds Kamerad aus dem Afghanistan-Krieg, Osama bin Laden. Hamburg, Deutschland, 1994. Mittlerweile hat bin Laden nicht nur Einfluss auf arabische Radikale im Mittleren Osten und Amerika, sondern auch in Europa.
Hamburg ist Aufenthaltsort von islamischen Radikalen, die Bin Ladens Welt sich teilen. In einem öden Studentenwohnheim macht einer der Männer, die den blutigsten Terroranschlag der Geschichte ausführen werden, eine düstere Wandlung durch. Ein 27 Jahre alter ägyptischer Student namens Mohammed Atta geht in blauen Badelatschen in seinem Apartment auf und ab. Atta kommt aus einer weltlich gesinnten Mittelstandsfamilie aus Kairo in Ägypten. Er ist in Deutschland zu einem Studium der Stadtplanung. Attas harte Arbeit, seine Disziplin und seine Fähigkeiten bringen ihm hohe Beurteilungen seiner Professoren ein. Um einen Deutschen zu beeindrucken, muss man ein Perfektionist sein. Das war er in jedem Sinne. Doch wie viele junge islamische Fundamentalisten ist Atta verbittert und abweisend. Er hasst die ägyptische Regierung zu Hause. Sie ist repressiv, sie ist mit den USA verbündet und hat Frieden mit Israel. In Hamburg nähert er sich dem radikalen Islam an. Er trägt jeden Tag dieselben Kleidungsstücke, Baumwollhosen und einen Pullover, den ihm seine Mutter gestrickt hat. Sein Zimmergenosse sieht manchmal, wie Atta alleine dasitzt und Kartoffelbrei direkt aus dem Topf isst. Wenn er genug hatte, stellte er den Topf mit der Gabel in den Kühlschrank und aß am nächsten Tag wieder davon. Atta betet 5-mal am Tag, egal wo er ist. In der örtlichen Moschee hört er Reden über Dschihad und Märtyrertum. Er weiß noch nichts über den Plan, der zum 11. September werden soll. Doch sein Herz und sein Geist bereiten sich dennoch darauf vor. Khartoum, Sudan, 1994. In den letzten 3 Jahren leitete Osama bin Laden Al-Qaida von seinem Hauptquartier hier in Ostafrika aus. Al-Qaida ist nun eine internationale Terroristenorganisation mit Ablegern in Ägypten, Jemen, Somalia, Bosnien und Tschetschenien. Zu diesem Zeitpunkt erscheint Al-Qaida erstmalig auf dem Radarschirm des CIA. Die Behörde erwähnt Al-Qaida in einer Lagebesprechung mit dem Weißen Haus. Sie nennen ihr Hauptquartier im Sudan, Zitat, die Ford Foundation des sunnitisch-islamischen Terrorismus, die gewalttätige Anschläge auf der ganzen Welt unterstützt. Wir hatten viele zufällige Hinweise. Wir wussten nicht genau, was sie bedeuteten. War Bin Laden wirklich eine Bedrohung oder war er nur ein weiterer saudischer Geldgeber für Radikale? Er tauchte überall auf. Er war wie Elvis. Immer wenn eine terroristische Gruppe in einem Land einen Anschlag verübte, hörte man den Namen Bin Laden und man fragte sich, ob er überhaupt existierte. Agenten im Sudan wurden beauftragt, ihn im Auge zu behalten, aber mehr nicht. Al-Qaida-Trainingslager sind Terroristenfabriken, die Moslemkrieger ausstoßen, die bereit sind, für den Dschihad zu sterben. Jede ausgebildete Person sollte heimgehen und 2 weitere trainieren, die dann auch wieder jemanden ausbilden, also ein exponentielles Wachstum. Diese Leute werden wie ein Geheimdienst geführt. Wir kannten einige derjenigen, die sie ausbildeten. Die haben große Ausdauer. Ende 1994 hegen 3 solche ausdauernden Männer, ganz der Dschihad-Bewegung verschrieben, Ramzi Youssef, sein Freund Abdul Murad und sein Onkel Khalid Sheikh Mohammed, den ehrgeizigsten terroristischen Plan der Geschichte. Manila, Philippinen, 6. Januar 1995. Der Kopf hinter dem Bombenanschlag auf das World Trade Center, Ramzi Youssef, ist aus seiner Heimat Pakistan hierher gewechselt. In diesem 6-stöckigen Gebäude am Präsident Quirino Boulevard hat Youssef mit seinem alten Freund Abdel Murad eine Terrorwerkstatt eingerichtet.
Die Küche hat er in eine Bombenfabrik umgewandelt. Als Youssef in der Spüle explosive Chemikalien erwärmt, entzündet sich das Gebräu versehentlich. Der beißende Rauch treibt die beiden Männer aus ihrem Apartment. Dies zieht die Aufmerksamkeit der philippinischen Polizei auf sich. Youssef flüchtet in eine nahe Karaoke-Bar. Doch er schickt Murat zurück in das Apartment, um seinen Laptop zu holen, auf dem er seine Terrorpläne speichert. Die Polizei verhaftet Murat, als er versucht zu fliehen. Sie stellen auch den Laptop sicher. Youssef beobachtet es von der anderen Straßenseite aus. Schnellstens kauft er ein Erste-Klasse-Ticket nach Singapur und stiehlt sich aus dem Land. Tage später verhören auf dieser philippinischen Militärbasis Mitglieder der Nationalpolizei Abdul Murat. Er weigert sich, viel zu sagen. Die Polizei schlägt ihn, bis seine Rippen brechen. Sie drücken Zigaretten in seinen Ohren und auf seinen Genitalien aus. Sie schütten so viel Wasser in seine Kehle, dass er fast ertrinkt. Nach einem Monat gibt er endlich nach. Er enthüllt Einzelheiten terroristischer Pläne, die er mit Ramzi Youssef entwickelt hat. Ein Plan war, Papst Johannes Paul II. Zu töten. Ein anderer war, eine raffinierte Sprengladung konstruiert von Youssef zu nutzen, um 12 amerikanische Verkehrsmaschinen über den Pazifik zu sprengen. Murat gesteht, dass er persönlich plante, ein Flugzeug in das CIA-Hauptquartier in Langley, Virginia, zu stürzen. Laut Aussage dieses Mannes, dem philippinischen Oberst Rodolfo Mendoza, beschreibt Murat eine weit gewagtere Operation. Teams von Flugzeugentführern verwenden Verkehrsflugzeuge als Raketen gegen bedeutende Gebäude in den Vereinigten Staaten. Sie wussten von islamischen Terroristen an US-Flugschulen. Dieser Plan war im Gange und Ramzi Youssef hatte alles auf seinem Laptop. Sie hatten bis zu 7 Ziele, worunter das Trade Center, das Pentagon, ein Kernkraftwerk, das CIA-Hauptquartier, den Sears Tower, die Transamerica Towers und das Weiße Haus. Oberst Mendoza betont, dass er all diese Informationen dem FBI mitteilte. Das FBI bestätigt, dass es Material von Mendoza bekam, aber behauptet, dass dieses keine Details über den Plan enthielt, der zum 11. September führte. Endlich führen die 2 Millionen Dollar Belohnung für Informationen über Youssef zu einem Hinweis. Islamabad, Pakistan, 7. Februar 1995. US-Behörden bestätigen, dass Youssef sich in einem konspirativen Haus versteckt. Das Gebäude gehört Osama bin Laden. Amerikanische und pakistanische Einsatzkräfte eilen durch Islamabad zum Sukasa-Gästehaus. Sie sprangen förmlich aus den Autos, rannten die Treppe hoch, traten die Tür ein und da lag er im Bett. Sie verhaften Youssef und nehmen ihn in Gewahrsam. Sein Onkel Khalid Sheikh Mohammed befindet sich in einem anderen Raum desselben Hauses von Al-Qaida. Doch der Onkel entkommt in den Schatten des radikalen islamischen Untergrundnetzes. Nun wird es Khalid Sheikh Mohammeds Mission, die mit seinem Neffen entwickelte Idee auszuführen, Verkehrsflugzeuge in amerikanische Gebäude zu fliegen. Innerhalb von 36 Stunden nach seiner Verhaftung bringen FBI-Beamte Youssef per Helikopter in ein Gefängnis in New York für die Zeit bis zur Verhandlung. Der Pilot fliegt an den Twin Towers vorbei. Einer der FBI-Beamten weist auf das World Trade Center und sagt zu Youssef: "Sehen Sie, es steht noch."
Ramzi Youssef erwidert, dass er mit genug Zeit und Geld das Ganze zum Einsturz gebracht hätte. Mekka, Saudi-Arabien, Mai 1995. Der ägyptische Student Mohammed Atta macht eine Hajj, die rituelle Pilgerreise zu den heiligsten Stätten des Islam. Diese Erfahrung hat einen starken Effekt auf ihn. Er kehrt nach Hamburg zurück. Aber Atta verliert das Interesse an seiner akademischen Arbeit. Jetzt diktiert ihm der radikale Islam seine tägliche Routine. Als die Abschlussprüfung näher rückt, erlaubt ihm ein Praktikumsstipendium in seiner Heimatstadt Kairo zurückzukehren. Als er jedoch nach einer Stelle sucht, kann der Stadtplanungsstudent keine finden. Alles, was er findet, ist Korruption und Vetternwirtschaft. Eine Welt, die er nicht durchdringen kann. Man muss sich vorstellen, dass er nach jedem Besuch in Kairo, als er in Deutschland lebte, immer frustrierter wurde. Und allmählich vereinnahmte ihn das völlig. 1996 ist Mohammed Atta bereits ein bekanntes Gesicht in dieser Moschee in Hamburg, der Al-Quds-Moschee. Sie ist eine Brutstätte des radikalen Islam. Unter denen, die zu den nächtlichen Gebeten erscheinen, befindet sich zumindest ein Al-Qaida-Rekrutierer. Atta nimmt seinen Platz in den Reihen verbitterter, entfremdeter junger Männer ein. Sie hören hitzige Imams, die nach dem Blut von Juden und Christen rufen, und sogar von Moslems, die vom wahren Weg abgekommen sind. Ihnen wird erzählt, dass Allah ihr Märtyrertum mit Freuden im Himmel belohnen wird, wozu Sex mit 72 Jungfrauen gehört. Jalalabad, Afghanistan, Sommer 1996. Bin Laden ist in das Land zurückgekehrt, in dem seine Karriere als heiliger Krieger begann. Er ist hier, weil die USA und die Vereinten Nationen die Regierung des Sudan aufforderten, ihre Duldung von Al-Qaida zu beenden. Sie werfen ihn hinaus. Er kam im Sommer 1996 in Afghanistan an. Und was tut er? Als erstes zieht er sich in ein Lager außerhalb Jalalabad zurück und schreibt eine sehr lange Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten. Bin Laden ruft zu einem neuen heiligen Krieg auf, um die US-Truppen aus Saudi-Arabien zu vertreiben. Er beabsichtigt, diesen Dschihad von seiner Basis in Afghanistan aus zu beginnen. Es war ziemlich klar, dass er meinte, was er sagte, aber es bekam nicht viel Aufmerksamkeit. September 1996. Eine islamistische Sekte, die Taliban, ergreifen die Macht in Afghanistan und über seine Hauptstadt Kabul. Im Austausch gegen Millionen Dollar von Al-Qaida stimmen die Taliban zu, Bin Laden und seiner Organisation Unterschlupf zu gewähren. Die neu gegründete Bin Laden-Kommission des CIA erfährt, dass ein Militärkomitee Al-Qaidas weltweite Einsätze gegen US-Interessen plant. Und dass Bin Laden versucht hat, atomare und chemische Waffen zu erwerben. In seinem neuen Hauptquartier verhandelt Bin Laden mit Terroristen, die ihre Lieblingsprojekte finanziert haben möchten. Sie empfingen freie Mitarbeiter, die kamen und sagten, ich werde das angreifen oder ich werde das in die Luft sprengen oder diese Person ermorden. Wenn ihnen das Projekt gefiel, finanzierten sie es. Es war wie ein Franchise-Unternehmen. Einer dieser freien Mitarbeiter ist Khalid Sheikh Mohammed. Irgendwann Mitte 1996 trifft er sich mit dem Veteranenkameraden aus dem Afghanistan-Krieg in Bin Ladens Lager in Tora Bora, Afghanistan. Seit der Verhaftung seines Neffen Ramzi Youssef vor einem Jahr wird er vom FBI als Terrorist gesehen. Der US-Geheimdienst bezeichnet ihn mit seinen Initialen als KSM.
Er floh nach Afghanistan, als das FBI sich gerade an ihn heranarbeitete. KSM spielt Bin Laden verschiedene Ideen zu, die er mit seinem Neffen erdacht hat. Darunter ist der höchst ehrgeizige Plan, Verkehrsflugzeuge in bedeutende amerikanische Gebäude zu fliegen, auch in das World Trade Center. Bin Laden hört sich den Vorschlag an. Er weiß, wenn dies Erfolg hätte und die USA sich an Al-Qaida rächen wollten, wäre dies genau, was er will. Ein Kampf mit dem großen Satan auf seinem Terrain. Gemeinsam beginnen KSM und Bin Laden mit der Ausarbeitung der Einzelheiten für das, was sie die Flugzeugoperation nennen. Sie trainieren Teams von Männern, um amerikanische Verkehrsmaschinen zu entführen und sie als Raketen für Angriffe auf Symbole der amerikanischen Macht einzusetzen. Und bald beginnt Bin Laden seinen Dschihad direkt dem amerikanischen Volk zu erklären. Wir unterscheiden nicht zwischen denen in Militäruniform und Zivilisten. Er sagte, ich prophezeie den Vereinigten Staaten einen schwarzen Tag, den sie nicht mehr vergessen werden. In den darauffolgenden Jahren lieferte der Al-Qaida-Führer eine Reihe von Anzeichen, dass ein solcher schwarzer Tag tatsächlich kommen wird. Nur wie schwarz dieser Tag sein wird, ist etwas, das sich die Amerikaner nicht vorstellen können. Meine Brüder, nach Afghanistan ist nichts in der Welt mehr unmöglich für uns. Dieser arabische Prediger trägt die Botschaft des Hasses in das Herz Amerikas. Doch auf der anderen Seite des Globus sind er und ein Partner auch dabei, ein Dschihad-Netzwerk zu errichten. Ein Netz, das letzten Endes den tödlichsten terroristischen Anschlag der Geschichte ausführen wird. Afghanistan 1980. Von hier nimmt der 11. September seinen Ausgang. Afghanische Rebellen, genannt Mujahideen, heilige Krieger, beginnen einen Guerillafeldzug gegen die Besatzer, die sowjetische Armee. Moslems anderer Nationen schließen sich an. Sie sind entschlossen, die Sowjets aus dem islamischen Land zu vertreiben. Gleich über die Grenze in Pakistan liegt Peshawar. Pakistan unterstützt die Rebellen. Peshawar wird zu einem Zufluchtsort für jene, die es in den Heiligen Krieg zieht. Die Stadt ist voll mit Waffen- und Drogenhändlern, Geistlichen, verwundeten Kämpfern und CIA-Agenten. Dezember 1992. Hier in Oklahoma City und überall im Land kehrt Weihnachtsstimmung und Erleichterung ein. Die USA erholen sich von einer Rezession. Doch zu Weihnachten herrscht hier im Kongresszentrum der Stadt ein ganz anderer Geist. Diese Bilder zeigen die jährliche Versammlung der Muslim Arab Youth Association. Ein Fernsehreporter will sich ansehen, was dort geschieht. Das war eine radikal-islamische Versammlung mit Gruppen, die sämtliche Organisationen repräsentieren, von denen ich gelesen hatte, aber nicht wusste, dass sie in den USA aktiv sind. In einem Saal voller Anhänger rufen die Redner zu einem heiligen Krieg, einem Dschihad gegen Juden und Christen auf. Sie beschuldigen den Westen und Israel für die Unterdrückung von Moslems auf der ganzen Welt. Die Organisatoren verkaufen sogar Kindermalbücher wie dieses, in dem Märtyrertum verherrlicht wird. Von einem öffentlichen Telefon im Kongresszentrum ruft der Reporter seine Ansprechpartner bei der Antiterrorismusabteilung des FBI an.
Er beschreibt die Situation. Sie sagten, wir wissen nicht, wovon Sie reden. Ich sagte, ich bin Zeuge. Da ist Hamas, der ist... Ich fand immer, dass mich das Ganze in diesen Jahren an die Bar-Szene in Krieg der Sterne erinnerte. Es war völlig verrückt. Unter den Tausenden von Moslems, die den Ruf zum Dschihad erhörten, ist dieser junge Mann. 1,96 Meter groß, gekleidet in weite Hosen und das lange Leinenhemd eines afghanischen Bauern. Es ist Osama bin Laden. Er ist 24 Jahre alt. Bin Laden ist der Sohn eines milliardenschweren saudischen Baumagnaten. Doch der junge Mann schläft auf einer Matratze auf dem Boden. Seine wohltätige Arbeit in den Flüchtlingslagern und Krankenhäusern bringt ihm den Spitznamen Samariter ein. Murfreesboro, North Carolina, Frühjahr 1983. Während in Afghanistan der Krieg tobt, entdeckt ein anderer junger Moslem seinen eigenen Weg in den Heiligen Krieg. In einem kleinen Baptisten-College. Eine Gruppe islamischer Studenten versammelt sich in diesem Wohnheim, um zu beten. Nach islamischer Tradition lassen sie ihre Schuhe. Wenn Sie sich im World Trade Center befinden, bitte zerschlagen Sie keine Fenster. Reports of an explosion of some sort at the World Trade Center. Es ist Februar 1993. Der Anschlag auf das New Yorker World Trade Center kostete 6 Menschen das Leben. Tausende werden verwundet, doch es kann nicht zerstört werden. Die Köpfe hinter diesem Anschlag leben unter uns und sie sind entschlossen, es beim nächsten Mal richtig zu machen. Islamische Dschihad, die Moslembrüderschaft. Sie halten Reden auf Arabisch und rufen zum Dschihad auf. Und Sie wissen nichts davon? Sie sagten, wir wissen nicht, was Sie geraucht haben. Das FBI unternimmt aufgrund des Tipps des Reporters, soweit bekannt, keine Aktion. Doch in Städten in ganz Amerika sind extremistische Gruppierungen dabei, Anhänger zu rekrutieren und eine Botschaft des Hasses zu verbreiten. Ich glaube, dieses Bild des Netzwerks radikal-islamischer Gruppierungen, die gänzlich unbeobachtet operieren, erzählt die Geschichte des 11. September. Atlanta. Ein radikaler Palästinenser ist auf Werbefeldzug. Er erläutert seine düstere Vision vom Dschihad. Blut muss fließen. Es wird Witwen und Waisen geben. Detroit. Diese Veranstaltung organisiert eine Gruppe namens Islamic Charity Project International. Einer der Hauptredner ist ein blinder ägyptischer Geistlicher, der fordert, dass der Islam die Welt beherrscht. Wir erobern das Land der Ungläubigen und wir verbreiten den Islam, indem wir die Ungläubigen zu Allah rufen. In Chicago, Pittsburgh, Tucson und anderswo beteuern die radikalen Prediger, dass der Dschihad Erfolg haben wird.